Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fable 2, wo wir momentan den Schatz des Vaters suchen. Der muss hier irgendwo noch in der Bibliothek versteckt sein. Ich bin sehr gespannt, wo wir denn finden werden. Wo kommt denn hier das Tageslicht her? Und komisch, dass die Fledermäuse gar nicht mehr angreifen, aber die bringen ja so gesehen eigentlich eh nichts. Jetzt... Das war falsch. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich... Nö, die Fledermäuse kann ich jetzt gar nicht mehr treffen. Hundi, was los? Ich hab dich jauchzen gehört. Wo bist du? Komm mal her. Was das denn? Junge, was willst du denn? Hast du meinem Hund was getan? Ja, was ist denn los? Grabungsort, Grabungsort. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Ja, wo denn? Wo denn? Wo, wo denn? Hier ist ein Grabungsort. Na, da grabe ich erstmal ganz in Ruhe. Schnups. Erde weg. Ich sagte, ich grabe ganz in Ruhe. So. Grabungsort? Hm? Grabungsort? Hm? Na, dann grabe ich erstmal ganz in Ruhe. Schnips. Fliegt mir da die unsichtbare Erde von der Schaufel. Schnips. Und wir finden einen Gaggert. Alter, ich könnte bald einen Gaggert-Laden aufmachen, so für Touristen. Was wollt ihr denn? Habt ihr kein Zuhause? Na komm ran. Hua! Na, der hat da nette Moves drauf, der junge Mann. Ach, der Hund zerbeißt sie dann immer für uns. Das ist natürlich sehr gut. Ich versuche da mal reinzustechen mit dem Schwert, den Finishing-Move wieder zu machen, aber das scheint nicht immer zu klappen. Na, Kollege, wo brennt's denn? So, jetzt möchte ich gerne mal... Yeah! Finishing-Move! So, wir müssen da rein... Ganz komisch. Ich dachte, die Höhle geht jetzt weiter, aber stattdessen haben wir jetzt eine Naturhöhle. Einfach hinter der Bibliothek haben wir eine Naturhöhle, wo der Schatz versteckt ist. Nee, hier kommen wir wieder in die Bibliothek. Schatz, 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 Schatz. Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Hundi? Wo ist denn der Schatz? Natürlich ist der Schatz hier, das wusste ich doch. Also ganz ehrlich, diese KI ist doch bescheuert. So. Hier ist noch ein Schatz. Und ich glaube, da hinten war auch noch einer, wenn wir nach oben gehen. Ich glaube, mich daran zu erinnern, aus der letzten Folge, da einen gesehen zu haben. 50 Gold, juhu, wir werden mega reich. So, hier waren... Nee, das ist eine andere Map. Hier sind zwei Käfige, nicht drei. Ich schaue trotzdem mal da oben nach. Ihr wisst ja, sicherheitshalber... Da wurde einfach irgendwas in den Stein gezimmert. Da sind schöne Fenster in der Wand, die einfach in den Felsen zeigen. Das erschließt sich mir nicht so sinngemäß, weil der Sinn von Fenstern ist ja eigentlich anderer. Sieh mal einer an, da sind wir wieder hier. Oder sind wir jetzt woanders gelandet? An den Hebel kann ich mich nicht erinnern. Natürlich, ihr kleinen Fruchtzwerge. Aua. So wichtig wie ein kleines Deck, hm? Alter! Willst du mich verarschen? Skelette mit Waffen? Wo gibt's denn sowas? Ist er tot oder nicht? Also Skelette mit Schusswaffen, meine ich natürlich. Das ist unüblich. Hat es zu meiner Zeit nicht gegeben in Fable. Aber ich glaube auch, Skelette müssen natürlich auch
Ja, sind, aua, ihr Arsenal müssen natürlich auch ein bisschen auffrischen. So, kann ich jetzt hier bitte mal einfach ein Finishing? Dankeschön. Yeah, und noch ein. Dankeschön. Aha. Da ging da jetzt eine Treppe hoch. Okay, da. Das interessiert mich gerade. Also wir sind natürlich gerade nicht auf der Quest. Aber nachdem wir da schon so ein bisschen, naja, verkackt haben wir nicht wirklich. Wir wussten es ja nicht besser. Ach, jetzt müssen wir da wieder springen. Okay. Wir kommen da aber nicht wieder zurück, ne? Wo ist denn jetzt die Treppe hochgegangen? Da hinten ist die Treppe. Das müssen wir jetzt mal, das müssen wir mal testen gerade. Wuff. Aha. Und plötzlich führt der Pfad hier lang. Haben wir eine Abkürzung genommen? Ein Silberschlüssel. Ein Silberschlüssel. 1 von 54. Das werden immer mehr. Und hier können wir hoffentlich, können wir nicht in den Sarg gucken? In den Sarg. Wer liegt denn hier eigentlich? Warum ist das nicht ausgeschildert, wer hier liegt? Hier ist ein einzelner Sarg in dem Riesengewölbe. Und da ist nicht ausgeschildert, wer da liegt. Das ist ungewöhnlich. Springen. So, dann gehen wir wieder zurück. Es war doch keine Abkürzung. Es war einfach nur, wir haben einen Silberschlüssel bekommen. Das ist toll. Ich wünschte, ich könnte mich freuen. Aber der ganze Aufwand für einen Silberschlüssel, naja. Ein paar epische, mythische Waffen hätten es schon noch sein dürfen. So, wo der Hund ist, keine Ahnung. Der ist bestimmt wieder hinter uns. Unsichtbar. Der kommt schon wieder. Ah, hallo. Ja. Ja, wie ihr wisst, sagte ich, dass Kreisel einen Schlag mit einer Nahkampfwaffe benötigen. Mhm. Tja, das scheint nur teilweise na, zu sowas. Stimmen. Laut diesem Buch braucht man für die blauen Kreisel Nahkampfwaffen. Für die roten braucht man Magie und die gelben muss man anscheinend mit einer Feuerwaffe treffen. Kommt überraschend. Glücklicherweise ist in dem Buch auch zu lesen, wo Feuerwaffen zu finden sind. Und diese Waffen, man muss sie gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Bitte kehrt schnellstmöglich zum Unterschlupf zurück. Ja, ich kehre. Hundi ist auch wieder da. Also hat euer Vater euch die fraglichen Waffen hinterlassen. Sie sind in der Waffenkammer. Also hat euer Vater euch... Die Übersetzung ist... Naja, hier und da hakelten. Wie das Schwert und der Hammer entwickeln sich diese Waffen durch Benutzung und werden gefährlicher. Sie richten mehr Schaden an und erhalten andere unglaubliche Effekte. Mhm. Unglaublich. Also da haben wir Schusswaffen, da drüben haben wir... Da kommen noch zwei Waffen rein. Hier sieht es aus, als wäre da noch eine andere Waffengattung. Ich weiß noch nicht genau welche. Und hier haben wir dann Schusswaffen. Die Pistole ist gut für kurze Entfernungen geeignet und sehr wirkungsvoll. Ich dachte, die Pistole wäre für weite Entfernungen. Das Gewehr ist die perfekte Waffe gegen Feinde in größerer Entfernung. Schaden 19, Schaden. Die Pistole ist gut für kurze Entfernungen geeignet und sehr wirkungsvoll. Ja, was soll ich denn nehmen? Das Gewehr ist die perfekte Waffe gegen Feinde in größerer Entfernung. In näherer Entfernung brauchen wir die Pistole ja nicht. Da können wir das Schwert wieder zücken, nehme ich also die. Das Gewehr. Großartig. Niemand wird sich euch nähern können, wenn ihr es nicht wollt. Die Pistole behalte ich hier, falls ihr sie stattdessen verwenden wollt. Probiert es in der Zwischenzeit aus und findet heraus, welche Geheimnisse es in sich birgt. Der Typ sieht so arrogant aus. Manchmal so, ihr seid alle unter meiner Würde. Als würde er gleich 101 Dalmatiner zusammennähen zu einem Mantel. Ja. Oh, und der Arme da oben hat auch nichts getan. Barbarisches Heldenpack. So, wir kehren zurück. Und schießen einfach mal da rein. Was? Yeah, Vollblutkrieger. Was immer das heißt, ich konnte es gerade nicht lesen. Juhu! Peng, peng! Peng! Alle tot!
Alle sind sie tot. Alle müssen sterben. Ben? Kamera, hallo? Knarre gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Hat mir auch schon Fable 2 gut gefallen. Das geht schon. Und die Knarre hat jetzt auch einen Special Move, wie es aussieht. Peng! 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 Wir müssen ja alles trainieren. Und wir sind ja jetzt momentan noch ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Wenn das Spiel so lang wird wie Fable 2, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun, wie es aussieht. Natürlich, warum auch nicht? Aua. Aua, 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 aua. Der Typ mit dem Hammer hier, der scheint irgendwie härter zu sein. Boah, Alter, Alter, Alter. Und das sind die Anfangsmonster, mein lieber Freund. Da rumpelt's im Gebälk. So, zwei Schuss hat das Gewehr und danach ist Ende, aber das macht nichts. Und, was los? Schatz, wissen wir doch, haben wir doch schon gesehen. Danke dir, bist ein ganz feiner, aber war nicht nötig. Ausnahmsweise mal. So, Hund verschwindet in nichts und wir finden einen Zeitverzögerungstrank, einen Zeitverzögerungs- und noch einen Zeitverzögerungstrank. Wie viele Zeitverzögerungen kann man haben? Hätte ich manchmal einfach mal gerne so am Tag so ein paar Zeitverzögerungstränke, dass der Tag mal einfach 64 Stunden hätte. Das wäre schön, wenn es solche Tränke gäbe. Aber wer weiß, was Menschen damit wieder anfangen würden. So. Grabungsort, natürlich hier, ne? Hier ist doch bestimmt Grabungsort. So, ist einfach Erde hingeschüttet und zufällig hat jemand was da drin vergraben. Die vielen Leute, die hier immer mal wieder vorbeikommen. Ist ja eine belebte Einkaufsstraße, wie man merkt. Yeah, was finden wir? Zeitverzögerungstrank, natürlich. Wie viel Zeit kann man brauchen? Ich lebe schon 500 Jahre, aber ich bin 16. Okay, Alter, Alter, Alter. Die leicht größeren sind auch die aggressiveren immer. Da heißt es dann zuerst drauf. Auf den da. Und dann mache ich mal ganz kurz den. Hua! Yeah! So, und dann auf den da. Immer schön in den Rücken rein. Hua! Ich hab's im Urin, da kommt doch gleich wieder ein großer. Der sieht doch ein bisschen größer aus hier. Wenn es blutet, die blutet noch gar nicht. Wenn es blutet, töten wir es. Alter, hör auf, mich zu schlagen, da bin ich sauer. So, wir müssen... Hier gibt's ja eh nichts mehr. Ich frag mich, wo ist unser Gesundheitsbalken? Ich sehe das hier überhaupt nicht. Wir sollen jetzt einen Heiltrank trinken, aber ich sehe überhaupt nicht... Ich sehe die Gesundheitsanzeige überhaupt nicht. Hier ist nichts. Bevor wir da jetzt reingehen, nochmal links und rechts gucken. Hier ist nichts. Wir gehen da rein. Was ist das denn da hinten? Das Lied im Hintergrund. Es ist die Spieluhr. Aber die Spieluhr kann doch gar nicht mehr existieren. Es ist die Spieluhr. Oh, Rose. Rose. Arme kleine Rose. Erinnerungen an alte Zeiten.
Ihr habt euch gut geschlagen. Tretet ins Licht. Ihr müsst noch einiges erfahren. Und das will ich auch. Auf die Siegesstraße. Gratuliere, Held. Die Berührung des Gildensiegels hat gezeigt, was ihr werden könnt. Dass ihr die Spieluhr habt, zeigt, was ihr bereits seid. Nur ein Held konnte dies schaffen. So langsam lernt ihr, welche Kraft ihr besitzt und welches Potenzial noch in euch schlummert. Aber ihr habt erst den ersten Schritt auf eurer Reise getan. Albion ruft nach einer Revolution und jemandem, der sie anführt. Anhänger für eure Sache zu finden wird schwer. Sie gegen Logan zu führen, wird eine noch größere Herausforderung. Aber ihr müsst es schaffen. Er wird für seine Taten bezahlen. Hier geht es nicht um eine persönliche Fehde. Solange euer Bruder auf dem Thron sitzt, ist Albion in großer Gefahr. Öffnet die Spieluhr. Sie zeigt euch die Wahrheit. Öffnet die Spieluhr. Wir öffnen. Nanü? Albion ist mein. Seine Städte beugen sich mir oder werden brennen. Seine Berge neigen ihr Haupt oder werden zerfallen. Albion ist mein. Sein Volk ist mir treu ergeben oder stirbt. Nur ich alleine werde über seine Zukunft entscheiden. Ich weiß, was ich tun muss, und nichts wird mich aufhalten können. Wir werden größer, und wir werden noch stärker sein. Ganz gleich, welche Opfer dafür auch nötig sein werden. Albion ist mein. Ich würde es lieber zerstören, als es aufzugeben. Aber warum? Wenn ihr noch an der Notwendigkeit einer Revolution gezweifelt habt, war das eure Antwort. Unter der Herrschaft eures Bruders wird das Reich untergehen. Jetzt müsst ihr euren ersten Verbündeten finden. Ihr könnt keine Rebellion ohne Anhänger führen. Sabine ist ein guter Mann und sein Volk ist stark. Und da war sie wieder weg. Was ich nicht verstehe, liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels. Der Logan sagt, Albion ist mein, wir müssen größer und stärker werden. Ne, so weit, so gut. Wenn du einmal Macht hast, willst du noch mehr Macht, verstehe ich. So, also kann ich nachvollziehen, so ticken Bösewichte nun mal immer in Filmen. Du hast Macht oder halt Politiker. Du hast Macht und willst noch mehr Macht. Ist halt so eine Sache. Und dann sagt er, Albion, ich krieg den letzten Satz, habe ich mir jetzt nicht eins zu eins gemerkt. Entweder wird es gehorchen oder ich werde es zerstören. Das ist doch so sinnlos. Wieso sollte denn Albion zerstören? Warum? Ich meine, dann hat er ja gar kein Land mehr. Das ist so blödsinnig einfach. Das ist so eine Nichtsaussage. Und vor allen Dingen, wohin soll es dann größer und stärker werden? Was gibt es überhaupt für Königreiche außer Albion? Ich weiß jetzt nicht, ob die Albion die Welt ist. Aber Albion ist eigentlich immer nur das Königreich. Wir haben noch nie was von anderen Königreichen gehört. Oder ich habe es vergessen aus Fable 1 und 2, das kann auch sein. Aber auf jeden Fall, die Frage ist, wohin wollen wir wachsen und Albion dabei zerstören? Das ist ja Blödsinn, Entschuldigung. So, öffnen. Dies ist die Siegesstraße, der mystische Pfad, den ihr auf eurem Weg zum Thron beschreiten müsst, um ein legendärer Held zu werden. Mit den Gildensiegeln, die euch das Besiegen von Feinden, das Interagieren mit Mitmenschen und durch Quests verdient, könnt ihr Truhen auf dieser Straße freischalten. Alle Truhen freizuschalten ist schwierig, also setzt eure Gildensiegel weise ein. Okay, ich will nur mal ganz kurz gucken, wir kamen von da, ne? Hier haben wir den Anfang genommen und hier sind wir quasi noch als junger Bub. Und hier sind wir als junger Bub mit anderen Klamotten. Okay, dann lese ich hier nochmal ganz kurz den Sockel. Wieso stehen die hier eigentlich mal rum? Hallo? Lesen? Heldensockel, Gronke. Okay, das ist toll. Puh, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier? Nahkampf Stufe 1. Richtet mit jeder Nahkampfwaffe mehr Schaden an.
Fernwaffenstufe 1, Magiestufe 1, Schockzauber, Vermieterpaket. Werdet Albions größter Vermieter, indem ihr lernt, wie man Häuser kauft, vermietet und dekoriert. Wir haben 82 Heldensiegel. Entschuldigung. Ach. So. Der Schlüssel zum Erfolg. Annehmen. Das war leicht. Freunde, Ausdrucksmittelpaket. Lernt die Ausdrucksmittel. Pfeifen, Heldenbose und Plaudern, damit die Leute euch mögen. 2 Gildensiegel. Ich guck erstmal, wie viele andere Krams kostet. 20. Nahkampfstufe 1. Machen wir. So, gib her den Lachs. Ein schönes Paketchen. 3 von 48 haben wir. Huch. He-Man. So, und hier natürlich noch Färbemittelpaket. Frischt die Garderobe eures Helden farblich auf, indem ihr lernt, wie man Kleidung oder Haare rot-blau oder rot-blau, grau und grün. Das will ich nicht. Ich will weiß zum Beispiel haben. Ich mag immer weiß als Farbe. So. Und wer jetzt sagt, weiß ist keine Farbe, der soll mal drüber nachdenken. Weiß ist nämlich die Überlagerung aller Farben. Weiß ist die Summe aller Farben. Deswegen mag ich weiß, weil einfach alle Farben darin enthalten sind. Schwarz ist die Abwesenheit aller Farben. So, Fernwaffen, mehr Schaden. 58 haben wir noch. 2 würden noch fehlen. Richtet mit jedem Zauber, aber ich glaube, wir machen eh mal Nahkampf und Fernwaffen. So. Brave Star. So, das haben wir. Und die anderen Kisten holen wir uns später noch. Die kosten 40. Schockzauber können wir hier schon kaufen. Haben wir erstmal jetzt auf die Masse gemacht. Schockzauber brauchen wir hoffentlich noch nicht. Wir kommen später nochmal wieder. Die Kisten verschwinden ja hoffentlich nicht. Wehe, wenn doch. Dann hau ich die. Und wir müssen zum Ende des Let's Plays alle Kisten holen. Ach, das ist ja süß hier mit dem Steamhead. Das ist ja cool. Gentleman Smile, was? Brightwall. Back in Brightwall. Oh, ist das hell. Hallo. Heilige Kartei. Es ist geschafft. Das ist ein Grund zum Jubeln. Albion hat wieder einen Helden. Falls ich je nützlich sein kann, wäre es eine Ehre, euch zu dienen. Gebt mir alle Bücher. Euer Erfolg war gewiss, Sir. Oh, Jasper. Jetzt habt ihr den Beweis für euren Heldenstatus. Und ich glaube, Walter hat Fortschritte mit dem Söldnerproblem gemacht. Ja, aha. Er wartet vor der örtlichen Taverne auf euch. Na, wo denn sonst? So, der Weg weist mir natürlich wieder, wo ich hin soll, aber wie immer werde ich das gekonnt ignorieren. Hund, was los? Schatz! Natürlich! Gut, dass wir in der Bibliothek nochmal rumsuchen. Durchsuchen! Tja, was haben wir denn da Schönes? Ihr habt genug Geld angesammelt, um ein Haus zu kaufen. Hm. Häuser sind exzellente Investitionen und ihr braucht ein Heim, wenn ihr jemanden kennenlernt. Hm. Das gefällt mir gut. Wir sammeln Gold und dann kaufen wir natürlich alle Häuser wieder, um die dann anschließend zu vermieten. Was ist denn? Also erstmal das Bild da oben. Das sieht ja aus wie die Königin bei Alice im Wunderland. Und dann ganz ehrlich, die... So eine Pampelmuse auf dem Kopf. Wieso hängt man da oben einfach viermal dasselbe Bild hin? Und wer... Wieso? Warum? Das ist doch nicht der alte König. Der sah nicht so aus. Wir sahen nicht so aus. So, da geht's also nur noch nach unten. Das ist ja toll. Das ist eine super Bibliothek. Wo geht's da hin? Ah ja, ins Herrenzimmer. Okay. Gut, dann wollen wir da zurück. Ich dachte, das wäre eine Bibliothek und wir können ja wenigstens mal irgendwie ein, zwei Bücher lesen, eventuell. Aber als Prinz sind mir offenbar sämtliche Dinger verschlossen, sämtliche Türen. Treff Walter in der Schenke, natürlich, natürlich. Guck mal, ein Brief an Saul. Mein lieber Saul, ihr seid ein Fischgesicht. Was? Vermutlich eine Forelle oder etwas noch Seltsameres, eine Seegurke oder so. Aber das sind eigentlich keine Fische. Aber ihr seht schon wie eine Fischmutation aus. Da habt ihr's. Hochachtungsvoll, Arthur. Spooner? Wieso lässt er seinen Brief da liegen? Und was macht der Brief oder beziehungsweise was macht der Brief in der Bibliothek? Sammeln die auch, ist das die NSA? Sammeln die auch Privatbriefe?
Das war bestimmt Internetverkehr, der abgefangen wurde. Naja, wir gehen jetzt mal zur Taverne, zu Walter. Erstmal nach Brightwall natürlich den Ladebildschirm. Schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Und danach, so leid es mir tut, da ist man schon wieder ein bisschen rucklig, aber schön. Und danach, so leid es mir tut, erstmal wieder eine kleine, ein kleines Folgenende. Tschüss! Ja, das war ja sehr interessant, die Spieluhr. Ah, oh, die Spieluhr aus Fable 2. Erinnerungen an Rose, an unsere geliebte Schwester Rose aus Fable 2. Unten links sieht man ja, da kann, wer es noch nicht gesehen hat, da ist Fable 2, die Playlist, da kann man auch mal draufklicken. Sind ja nur über 100 Folgen, wenn du heute nichts zu tun hast, dann zieh dir doch einfach 50 Milliarden Stunden Fable rein. Hey! Ja, auf jeden Fall ein paar sentimentale Erinnerungen. Und in der nächsten Folge bin ich mal gespannt, was Walter zu sagen hat. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.